Also herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie das Thema interessiert. Es ist eigentlich ein recht wichtiges Thema. Sie sind auch schon ganz bunte Grafiken. Vielleicht darf ich das nochmal zeigen. Ich habe es nämlich dabei. Wir haben gerade ein Buch veröffentlicht. Und es war auch eine Gemeinschaftsarbeit mit der Hochschule München. Es ist ja auch hier eine gemeinschaftliche Veranstaltung. Und diese ganzen Grafiken, die Sie da auch sehen werden, die sind von einer Studentin von unserer Hochschule aus der Fakultät Design. Wir hatten zwei Studentinnen, einen Studenten, die dieses Buch gestaltet haben, und wir haben das zusammengeschrieben mit Harald Lesch, unter anderem Harald Lesch im Bertelsmann Verlag, und ich darf vielleicht ein bisschen Werbung machen, weil das für uns ein Pro Bono Projekt ist, also Autoren verdienen an dem Buch nichts, aber es bespricht einfach dieses Thema, das so wichtig ist für uns alle, und wir merken es ja im Augenblick auch in der Politik, es ist ein Riesenthema, aber wir müssen irgendwie verstehen, was so dahinter steckt. Was hat es mit diesen ganzen Energiemengen zu tun, und was bedeutet das Ganze für uns? Das ist eigentlich so die Schwierigkeit. Wir reden sehr viel über das Datum, wann wir CO2-neutral werden wollen. Wir reden über Ausbau von irgendwie Erneuerbaren, dann sind es 5 oder 10 Gigawatt oder 20. Aber was heißt denn das eigentlich? Das ist so die Schwierigkeit. Und das adressieren wir in dem Buch und ich heute auch mal in dem Vortrag. Und ich möchte aber mit einer Sache anfangen. Nochmal ganz kurz die Motivation. Warum machen wir das? Also ich habe jetzt hier mal eine Karte dabei. Ich möchte sonst nicht so viel über den Klimawandel sprechen, aber wenn Sie mal schauen, diese vier Karten, das ist ein Szenario für das Jahr 2100. Jetzt sind historische Daten, und diese RCP bedeutet letztendlich unterschiedliche Mengen an CO2, die wir in der Atmosphäre haben werden. Und was bedeuten die Farben hier? Die bedeuten Anzahl der Tage über einer Deadly Threshold. Es gibt eine Temperatur, die liegt so bei uns jetzt so bei 40 Grad. Das nennen wir die Deadly Threshold. Das ist nicht so, dass die Menschen sofort tot umfallen. Aber da bei der Temperatur können selbst die fittesten Menschen nicht mehr einen ganzen Tag auf dem Feld arbeiten zum Beispiel. Und alte, Kranke sterben relativ schnell. Wir hatten 2003 eine Hitzewelle in Europa. Da sind innerhalb von anderthalb Wochen in dieser Hitzewelle 30.000 Menschen gestorben. Und diese Deadly Threshold ist je nach Luftfeuchtigkeit bei einer anderen Temperatur, also im Äquatorbereich ist diese Threshold schon früher. Und jetzt ist die Frage, wie viele Tage im Jahr sind wir über dieser gefährlichen Temperatur? Wir sehen also historisch so ein paar Wochen im Jahr vielleicht mal in dem Bereich. Aber wir befinden uns im Augenblick in der Trajektorie, die zwischen hier und hier liegt. Und Sie sehen, wenn es ganz schlimm kommt, das ist der Worst Case, den Wissenschaftler auch immer angeben, aber auch in so einem Case, wir reden hier von vielen Monaten, ein Dreivierteljahr oder sowas, dass wir über diese Temperatur sind. Und zwar im gesamten Äquatorialbereich. Hier leben Milliarden Menschen. Und es muss einem klar sein, also wir konzentrieren uns sehr stark auf diese Unwetter und solche Geschichten, aber ein Thema, das uns höchstwahrscheinlich viel früher einholen wird, sind sehr, sehr große Migrationsbewegungen, weil in solchen Gegenden das Leben ohne aktive Kühlung gar nicht mehr möglich sein wird. Und dann reden wir nicht von einer Million, sondern wir reden von Hunderten von Millionen Menschen, die in Bewegung geraten. Lassen Sie mal so ein paar heiße Sommer wie 2018 kommen mit Nahrungsmittelproduktionsausfall über mehrere Jahre, dann geht das Thema los und wird uns ziemlich schnell einholen. Also, wir reden über etwas, was wichtig wird, und wir können es überhaupt nicht verhindern, wir können nur versuchen, dass es nicht ganz so schlimm wird. Und heute sind meine beiden Töchter da, ich denke da sehr oft dran, wie wird das Leben von meinen Kindern später mal sein? Das ist also mit dem Thema, warum ich mich damit beschäftige. Gut, also wir müssen auf jeden Fall irgendwie den CO2-Ausstoß reduzieren, so schnell wie es geht. Und wir wissen, dass die Energie mit der größte Brocken überhaupt ist bei der CO2-Produktion. Wir müssen also irgendwie auf Erneuerbare umsteigen. Aber was heißt jetzt das? Wir müssen erst einmal diese Energiemengen überhaupt verstehen. Es gibt immer eine Diskussion, brauchen wir so viel Windräder und Sonne, können wir da nicht vielleicht Wellen machen oder machen wir doch irgendwas anders oder muss das Windrad gerade hier stehen? Kann das vielleicht nicht da drüben stehen? Das sind alles so Themen, die sind uns nicht klar, und dann kommt doch wieder welche, dann machen wir doch E-Fuels, dann können wir vielleicht so weitermachen wie bisher. Und es ist immer so die Hoffnung, es muss sich nichts ändern. Und das ist aber ein Thema, das müssen wir verstehen. Und das ist das, was wir auch versuchen, auch in dem Buch. Und wir müssen erstmal Energie überhaupt verstehen. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, warum es so schwierig ist, Energie zu verstehen. Also,
Vielleicht kennen Sie diesen Satz, innerhalb einer Stunde schickt die Sonne so viel Energie auf die Erde, wie die Menschheit in einem Jahr verbraucht. Stimmt das jetzt? Heutzutage mit Google dürfte es ja kein Problem sein, schlagen wir doch mal nach. Wie viel Energie verbraucht denn die Menschheit in einem Jahr? Da kommen Sie auf eine Zahl, da steht da plötzlich 20 Milliarden Tonnen SKE. Jetzt geht's schon los. Steinkohleeinheit, genau, ist eine Energieeinheit. Ja, was ist das? Das ist die Energiemenge, die in einem Kilo Steinkohle drin steckt. 20 Milliarden Tonnen, das klingt viel, aber okay, vergleichen wir es mal mit der Sonneneinstrahlung. Da kommen Sie auf eine Zahl, 15.000 EJ pro Tag. Wenn Sie EJ nachgoogeln, dann kommen Sie auf evangelische Jugend, das wird nicht passen. Also Exajoule, Joule und Exa bedeutet 10 hoch 18, also das ist eine 15er kommt 21 Null. Was ist das? Völlig unverständlich. Und vor allem, ja, was ist denn jetzt da mehr? Also, kann man überhaupt nicht wissen ohne Taschenrechner und Formelsammlung. Wenn wir schon dabei sind, schlagen Sie doch mal nach, wie viel Windkraft wir 2020 produziert haben, wie viel Energie durch Windkraft. 1590 Terawattstunden, die hat man vielleicht schon mal gehört, diese Einheit. Aber was es bedeutet, ist auch nicht klar. Und Erdölförderung, wenn Sie nachschlagen, 18 Millionen Barrel pro Tag. Also es ist, über Energie zu sprechen, ist unglaublich schwierig, weil es immer mit großen, riesengroßen Zahlen zu tun hat. Dann wird es mit anderen Sachen verglichen, mit Haushalten, wie viele Haushalte kann ich mit Strom versorgen, ist auch ein bisschen irreführend. Also das macht die Sache sehr schwierig. Das Erste ist, wir müssen uns mal auf irgendeine Zahl einigen, die wir verstehen können. Und wir rechnen jetzt alles auch in die Buch, wir rechnen alles um in Fahrradfahrer. Wir wollen also wissen, wie viele Fahrradfahrer hat jeder von uns in seinen Diensten, die für uns Energie produzieren. Warum? Weil ein Fahrradfahrer, das kann man sich ganz gut merken, wenn Sie sich aufs Fahrrad setzen würden, könnten Sie auch so über längere Zeit vielleicht so 100 Watt produzieren. Das ist so eine helle Glühbirne, die könnten Sie zum Leuchten bringen. Und wenn Sie das jetzt 10 Stunden lang machen, also 100 mal 10 gibt 1000 Wattstunden, dann gibt es eine Kilowattstunde. Das ist die Einheit, mit der wir arbeiten wollen. Eine Kilowattstunde Energieportion. Und jetzt wollen wir da alles irgendwie mal umrechnen. Also eine Kilowattstunde, was können Sie damit machen? Also, oder was kostet eine Kilowattstunde? 10 Stunden harte körperliche Arbeit gibt eine Kilowattstunde an Energie, kostet auf der Stromrechnung 30 Cent ungefähr bei uns. Also körperliche Arbeit wird schlecht bezahlt. Es lohnt sich nicht, weil die Maschinen das natürlich viel günstiger machen. Dann ein Liter Benzin hat ungefähr 10 Kilowattstunden, also 100 Milliliter Benzin sind auch ungefähr eine Kilowattstunde. Da merken Sie schon, dass Benzin ein bisschen billiger ist. Wenn jetzt, sagen wir mal, 1,50, ist ein bisschen teurer geworden mittlerweile, aber sagen wir 1,50 für den Liter, 100 Milliliter wären 15 Cent, die Hälfte vom Strom. Die Energie in Benzin ist günstiger als im Strom, kann aber auch nicht so viel damit machen. Gut, also das ist jetzt mal die Portion, die wir haben. Und was können wir so mit einer Kilowattstunde machen? Also typischerweise, Sie können eine Wäscheladung, so 60 Grad in die Kilowattstunde, ein Essen kochen, da verbrauchen Sie eine Kilowattstunde, 3 Minuten warm duschen, das ist überraschend vielleicht, aber Wärme braucht sehr viel Energie, in 3 Minuten ist die Energie weg. Sie können so eine Glühlampe 10 Stunden lang brennen lassen, so eine 100 Watt Glühlampe, also eben genau wie der Fahrradfahrer, oder eine LED für 60 Stunden. Übrigens können Sie mit 100 Millilitern mit dem Verbrenner 1,5 Kilometer fahren. Und mit dem Elektroauto mit einer Kilowattstunde vielleicht 6 Kilometer. Also ist alles so eine Portion, mit der wir irgendwie leben können. Und jetzt wollen wir eben mal alles umrechnen. Wir wollen umrechnen die Energiemenge in Kilowattstunden pro Person pro Tag. Das ist jetzt nochmal das Entscheidende. Wir nehmen also die gesamte Energie, den gesamten Energieverbrauch der Menschheit, teilen den gleichmäßig auf alle Menschen dieser Welt auf, 7,7 Milliarden oder wie viel sind zurzeit, und teilen das nochmal durch 365 Tage, sodass wir auf den Energieverbrauch pro Person pro Tag kommen. Und das ist jetzt eine handliche Zahl, weil da kommen wir auf die Zahl 60. 60 Kilowattstunden verbraucht jeder Erdenbürger im Durchschnitt. Das ist irgendwie eine Zahl, die man sich so ein bisschen vorstellen kann. Vielleicht haben Sie irgendwie die Stromrechnung im Kopf, wer weiß, wie viel Strom er verbraucht zu Hause. 2.000-3.000 Kilowattstunden, sowas. Also irgendwie 10 Kilowattstunden am Tag mit der Familie. Strom, vielleicht stimmt da irgendwas nicht in meiner Rechnung, hat man das Gefühl, wenn wir zu viert im Haus sind, 10 Kilowattstunden,
dann sind es ja nur 2 Kilowattstunden zu Hause. In der Tat verbrauchen wir nur einen sehr kleinen Teil unserer Energie in Form von Strom zu Hause. Die meiste Energie verbrauchen wir ganz woanders, da kommen wir noch dazu. Also 60 ist der Durchschnitt, der Weltdurchschnitt. Klar, dass wir oben drüber liegen, wir gucken uns gleich mal die Zahlen an, wo wir sind. Aber jetzt können wir die anderen Sachen eben auch mal in dieselbe Einheit umrechnen. Also die Sonneneinstrahlung pro Tag, pro Person wären 550.000 Kilowattstunden. Ein Faktor von 10.000 mehr ungefähr oder 9.000. Und das ist übrigens, sind die Zahl der Stunden im Jahr, knapp 9.000. Okay, also die Aussage ist korrekt. Die Energiemenge, die da ankommt, ist 9.000 mal größer als das, was wir verbrauchen. Jetzt können wir mal gucken, wie viel von dieser Energie wird über Wind gefördert. Ja, das sind leider nur 0,6 Kilowattstunden, also 1% im Augenblick von unserer gesamten Energieproduktbedarf, von unserem gesamten Energiebedarf, da spreche ich gleich noch davon, was das für eine Energie ist. 1%, ja, und die Erdölförderung macht immer noch ein Drittel. Also da sehen wir nochmal so die Größenverhältnisse, wo wir stehen bisher und es gibt so ein Gefühl, was noch zu tun ist. Also mit dieser Einheit wollen wir arbeiten und jetzt gucken wir uns erst einmal den Energieverbrauch an. Insgesamt, wir vergleichen mal andere Länder und auch bei uns zu Hause. Jetzt muss ich 2 Begriffe ganz kurz klären mit Ihnen. Wir sprechen sehr häufig von Primärenergie und Endenergie. Und die Primärenergie ist quasi alles, was wir benötigen, um dieses Land am Laufen zu halten. Die Kohle, die ins Kraftwerk reingeht, das Erdöl, das wir fördern, der Strom, der aus der Windkraft rauskommt, Uran, das wir verwenden und so weiter. Das ist also der gesamte Energieverbrauch für Deutschland zum Beispiel, die Primärenergie. Jetzt ist natürlich haben wir viel Verluste in den Kraftwerken und so, die verpuffen irgendwie. Endenergie ist das, was bei uns zu Hause ankommt beim Verbraucher. Der Strom, der zu Hause ankommt, das Benzin, das ich in mein Auto reintanke, das Heizöl, das ich bei mir zu Hause tanke, also alles, was bei mir zu Hause ankommt. Und wenn wir uns mal die Zahlen angucken für die Welt, also wir gucken uns jetzt erst einmal den Primärenergieverbrauch an, weltweit, und dann gucken wir uns auch in Deutschland mal an, wie viel geht denn da eigentlich verloren. Das ist ziemlich viel. Da gehen immer noch Verluste in die Nutzenergie, zum Beispiel im Auto, wenn Sie mit dem Auto fahren, ja, die Wärme, da verpufft ja der größte Teil an Wärme im Auto, Sie heizen die Umwelt damit und nutzen eigentlich nur einen kleineren Teil, ein Drittel oder sowas, wirklich für die Bewegung. Die kann ja, ist aber schwer zu erfassen, das wird statistisch nicht erfasst, weil es sehr schwierig ist auszurechnen. Aber es ist natürlich, das ist natürlich letztendlich für uns das Interessante. So, also jetzt gucken wir uns mal an, wie der Energieverbrauch weltweit ist für verschiedene Länder, jetzt in Kilowattstunden pro Person und Tag. Das ist der Weltdurchschnitt, 60 Kilowattstunden. Und jetzt gucken wir mal, wo Deutschland liegt. Hier ist Deutschland, so dunkel gefärbt, okay, 120. Deutschland liegt bei 120, also wir haben pro Nase einen doppelten Verbrauch wie der Weltbürger. Ja, das ist schon ganz ordentlich. Aber jetzt gucken Sie sich mal so andere Länder an. Hier USA liegt deutlich über 200, Kanada liegt schon fast bei 300, also deutlich über dem Doppelten von uns, Norwegen, Saudi-Arabien, so die üblichen Verdächtigen schon so ein bisschen, Russland interessanterweise auch. Aber jetzt schauen Sie mal in die andere Richtung hier. Okay? Also Bangladesch, da sind wir so bei ein paar. Gucken Sie mal, wo Indien ist. Hier irgendwie so, ja, was sind wir da so zwischen ja, knapp bei 20 Kilowattstunden. Also in China können wir auch mal gucken. Pro Kopf hier deutlich weniger als bei uns pro Kopf. Das ist ein Riesenland mit 1 Milliarde Menschen, macht in Summe natürlich viel aus, aber pro Nase weniger als bei uns. Und Indien sowieso, also hier leben 1 Milliarde Menschen, in China leben auch 1 Milliarde Menschen hier. Ja, und irgendwie wünschen wir denen doch auch einen Lebensstandard wie unseren. Die kriegen diesen Lebensstandard aber nicht ohne Energie. Das muss uns klar sein. Lebensstandard bedeutet Energieverbrauch. Ich brauche ein Haus, ich brauche ein Auto, ich will mal in den Urlaub fahren. Alles Zeug, was wir haben, unser Haus quillt über von Konsum und Zeug. Das benötigt alles Energie. Und dieser Lebensstandard hängt 1:1 von Energie ab, ob Sie wollen oder nicht. Sie werden keinen Lebensstandard ohne Energie haben. Und es gibt uns schon so ein bisschen so ein Gefühl, was soll denn in Zukunft werden? Wo soll denn diese ganze Energie herkommen? Und die Weltbevölkerung wächst ja auch immer noch. Ich habe das Ganze ja immer nur in Kilowattstunden pro Person angegeben. Also das gibt uns so ein bisschen so einen Vorgeschmack. Jetzt nochmal der Energieverbrauch in Deutschland. Ich habe gesagt, Primärenergie 120 Kilowattstunden pro Person und Tag.
Endenergieverbrauch 85. Eigentlich ist das, was uns interessiert. Wenn wir den Endenergieverbrauch ersetzen könnten, dann würde sich unser Lebensstandard nicht verändern. Und da gibt es schon gewisse Sachen. Also das hier sind vor allem Verluste in Kraftwerken, bei der Stromproduktion. Wenn wir also schaffen, zum Beispiel mit Photovoltaik Strom zu produzieren, dann haben wir da keine Verluste. Dann kann sich der Primärenergieverbrauch auch reduzieren, ohne dass sich der Endenergieverbrauch reduziert. Aber jetzt gucken wir erst einmal, wo diese Endenergie überhaupt hingeht. Also, ich hatte ja gesagt, der Strom privat macht gar nicht so viel aus. Der macht nur 5% von unserem Endenergieverbrauch aus. Deswegen habe ich gesagt, ich mag diese Einheit. Diese Anlage schafft so und so viel Haushalte mit Strom zu versorgen. Ich finde das keine gute Einheit, weil der größte Teil der Energie damit ja nicht abgedeckt ist. Die fahren immer noch Auto, die heizen immer noch und die fliegen noch immer irgendwo hin und kaufen sich was. Ich habe gerade mal den Strom zu Hause abgedeckt. Der Rest ist damit ja gar nicht involviert hier. Ja, die zwei großen Brocken, die Sie noch direkt kontrollieren können, das ist der Personenverkehr, macht 20% aus und die Heizung. Und der Transport von Waren auch noch was und der ganze Rest Industrie, Gewerbe, öffentliche Hand und so weiter. Aber natürlich müssen wir die Energie auf uns aufteilen, auf jeden Einzelnen. Ich kann jetzt nicht sagen, die böse Industrie verbraucht den Strom, die baut ja das Auto, das ich nachher fahre. Da steckt die Energie ja drinnen. Oder ich fahre auf der Straße, die da gebaut wird, auch wenn ich die Energie selbst gar nicht ausgegeben habe. Aber das ist schon unsere Energie hier, die müssen wir schon auf jeden verteilen. Jetzt können wir mal gucken, wo kommt diese Energie im Augenblick her? Wer hat ein Gefühl, wo liegen wir denn mit den Erneuerbaren heutzutage? Wie viel Prozent unserer Energie wird über Erneuerbare produziert? Haben Sie eine Zahl im Kopf? Ja, da kommt man schon nah dran. Ich höre häufig 50, weil das ja immer so fast die Hälfte. Aber Vorsicht, das ist die Stromproduktion. Wir sind bei der Stromproduktion bei fast der Hälfte, im letzten Jahr zumindest gewesen, heute dieses Jahr schon wieder weniger. Aber Autofahren, Heizen, da gibt es fast nur gar keine erneuerbaren Energien. Das läuft fast nur über fossile. Das heißt, in Summe sind wir viel niedriger, nämlich bei 15% mittlerweile, also ein bisschen über 10. 15% ist ungefähr der Anteil an unserer Primärenergieproduktion im Augenblick durch Erneuerbare, Steinkohle, Braunkohle, Erdgas, Mineralöl, 80% und ein bisschen was noch Atomkraft. Ja, und wo kommt jetzt diese Erneuerbare her hier? Also das Grüne hier ist Biomasse, das ist der größte Anteil, aber es ist aber vor allem Holz zum Heizen. Damit meine ich nicht die Energiepflanzen, sondern Holz, das verwendet wird. Hier sind nochmal irgendwie Biokraftstoffe. Hier oben sehen Sie Photovoltaik, Solarthermie, 1,7, 0,3, Wind 4,2. Da sind wir bei 6,2, sind wir gerade mal bei 5%. Also Windenergie und Sonnenenergie macht in Deutschland an der Primärenergieproduktion 5% aus im Augenblick. Wenn Sie sich überlegen, wie sehr die Themen die öffentliche Diskussion dominieren, dann ist das sehr überraschend. Also es ist noch ein weiter Weg. Und wenn man in München lebt, hätte man aber meinen können, wir waren doch schon 2015 100% erneuerbar. Vielleicht können Sie sich an dieses Plakat erinnern von den Stadtwerken. Da sind wir doch bei 100%. Aber man muss immer ins Kleingedruckte reingucken. Wir erzeugen so viel Strom aus erneuerbaren Energien, wie alle Münchner Haushalte U-Bahn, Tram und E-Autos verbrauchen. Wie viel ist denn das? Vor allem die E-Autos im Jahr 2015, wie viel gab es da in München? 5 oder 10 Stück vielleicht. Die können Sie aus der Liste ruhig rausstreichen. Die Haushalte, die U-Bahn, Tram, haben am Stromverbrauch halt nur einen Anteil von 32%. 2/3 gehen in die Industrie und so weiter. Also das ist natürlich ein bisschen missverständlich. Und wenn ich jetzt aber nochmal überlege, dass ich einen Großteil der Energie gar nicht in Form von Strom verbrauche, sondern indem ich direkt fossile Energien verbrenne, nämlich 1/3 der Primärenergie geht in die Stromproduktion, ist eigentlich die richtige Aufschrift in 2015 10%. Das wäre eigentlich das richtige Plakat gewesen. Aber gut, klingt natürlich nicht so toll wie 100%. Ein bisschen Werbung muss auch sein, aber es suggeriert den Leuten, wenn ich eine Millionenstadt wie München mit 100% Erneuerbaren bedienen kann, dann haben wir eigentlich kein Problem. Und deswegen finde ich das missverständlich, so eine Werbeaktion. Auch wenn es natürlich korrekt ist, was da steht, klar, aber wer weiß schon, was der Anteil von Haushalten, U-Bahn und Tram ist am Stromverbrauch. Gut, also jetzt wollen wir uns mal das Potenzial der Erneuerbaren angucken. Könnte ich diesen Energieverbrauch, diese 120 Kilowattstunden, die wir haben, eigentlich überhaupt über Erneuerbare decken? Geht es überhaupt? Da müssen wir mal ein Gefühl für die Größenordnungen kriegen. Und erst gucken wir uns mal die Sonnenenergie an. Also
Das ist so die Sonneneinstrahlung in Kilowattstunden pro Quadratmeter und Tag. Also eine ähnliche Einheit wie vorher, da kann ich ja mal vergleichen. Also im besten Fall, so in der Wüste, kriegen wir so 7 Kilowattstunden pro Quadratmeter Sonneneinstrahlung. Und im schlechtesten Fall sind wir ja bei 0, klar, oder bei uns so im Bereich 2 bis 3 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Tag. Und wie viel kann ich da jetzt Strom draus machen? Gucken wir uns mal den Flächenbedarf an. Also, hier ist dieser Fahrradfahrer, der produziert eine Kilowattstunde am Tag. Ich habe 120 davon bei mir im Keller sitzen, die nur für mich Energie produzieren. Sie übrigens auch, alle von Ihnen. Und wie viel bräuchte ich, um einen Fahrradfahrer zu ersetzen von den 120? Okay, also eine Photovoltaikplatte mit 2 Quadratmeter Fläche ungefähr, die produziert so viel wie so ein Fahrradfahrer. Eine Kilowattstunde am Tag. Wenn ich eine Freilandfläche habe, dann wird das natürlich nicht, kann ich das nicht mehr ganz so dicht setzen. Ich habe da Zufahrtswege und Abstände und sowas. Da brauche ich so grob 4 Quadratmeter Fläche, um einen Fahrradfahrer zu ersetzen. Ja, also das klingt gar nicht mal so schlimm vielleicht. Aber wir sind natürlich auch viele Menschen bei uns in Deutschland. Also jetzt wollen wir mal hier eine Bilanz aufbauen. Wir wollen also diese Säule mal hier eine zweite Säule aufbauen und gucken, mit Erneuerbaren, was könnte ich eigentlich produzieren? Wir wollen so ein bisschen, ja, vielleicht abschätzen, auch gerne mal großzügig abschätzen. Also im Augenblick haben wir Photovoltaik und Solarthermie in Deutschland in Summe von 500 Quadratkilometern groß, grob. Und jetzt ist natürlich Ihnen überlassen, was Sie sagen, was könnten wir leisten in Zukunft? Wir haben jetzt einfach gesagt, okay, lassen Sie uns das verzehnfachen in den nächsten 2 Jahrzehnten. Vielleicht ist das realistisch. Also 5000 Quadratkilometer. Ja, und jetzt die Frage, wie viel Energie, also das ist übrigens die Fläche ungefähr, so also 70 mal 70 Kilometer, aber wirklich jetzt versiegelt mit Photovoltaik, das wäre ungefähr die Fläche. Wie viel Energie könnte ich damit produzieren? 28 Kilowattstunden. Ja, es ist schon, das ist eine Menge, das ist mehr als unser augenblicklicher Strombedarf, rechnerisch gesehen, aber es ist natürlich noch deutlich weniger als das, was uns noch fehlt. Und vielleicht auch nochmal, also alle Dächer würden dabei weitem nicht ausreichen. Wenn ich alle Dächer in Deutschland mit Photovoltaik voll mache, dann kommen wir auf 1500 Quadratkilometer. Das geht also überhaupt, das reicht überhaupt nicht. Wir müssten nochmal 3500 Quadratkilometer dazu tun und das ist ungefähr 1% der Landesfläche, 350.000 Quadratkilometer in Deutschland. Also nochmal 1% der Fläche in Deutschland für Freiflächenanlagen. Und dann würden wir auf diese Summe kommen. Guck mal, gehen wir weiter. Biomasse. Also Biomasse ist übrigens nicht unähnlich wie Photovoltaik. Die nimmt Sonnenenergie auf und wandelt diese Sonnenenergie um. Die Energie kommt nicht aus dem Boden oder so, die kommt also nur aus der Sonne. Hier ist dieser Prozess, die Sonnenenergie. Dann wird CO2 aufgenommen, der Kohlenstoff wird eingebaut in die Pflanze, der Sauerstoff geht in die Luft. Und beim Verbrennen wird aus diesem Kohlenstoff, den ich hier eingelagert habe, wieder CO2. Und deswegen ist das eigentlich ein klimaneutraler Kreislauf, wenn ich in diesen Kreislauf nicht von außen noch irgendwo Energie zuführen muss. Also, ähnlich wie vielleicht Photovoltaik, gucken wir mal auf die Effizienz. Schauen wir nochmal zum Vergleich. Also, wir vergleichen es einfach mal mit Freiflächenanlagen. 4 Quadratmeter. Ja, wie viel bräuchte ich eigentlich an Biomasse, um genau dieselbe Energiemenge zu produzieren wie ein Fahrradfahrer? Das ist leider deutlich mehr. Ja. Biomasse ist deutlich ineffizienter. Also wenn ich Biodiesel draus mache, bräuchte ich ungefähr 200 Quadratmeter Anbaufläche. Ich kriege das natürlich nicht einmal am Tag raus, sondern übers Jahr gerechnet. Ich kriege also aus 200 Quadratmetern übers Jahr gerechnet so viel Energie, wie ein Fahrradfahrer in einem Jahr produzieren kann. 365 Kilowattstunden. Aber im Durchschnitt eben eine Kilowattstunde pro Tag. Die sind übrigens alle gleich kräftig. Also nicht, dass Sie glauben, die Frauen hier wären schwächer. Die produzieren genauso eine Kilowattstunde wie die männlichen Fahrradfahrer hier. Die Biogas ist ein bisschen effizienter. Da reichen dann auch 100 Quadratmeter. Aber es ist doch natürlich nochmal ein großer Unterschied. Und es gibt uns schon ein Gefühl, wie viel Fläche wir bräuchten für Biomasse. Also, nehmen wir doch einmal 50% des Ertrags aller Wälder. Jetzt wieder einfach, um ein Bauchgefühl zu bekommen. Das ist vielleicht gar nicht mal so unrealistisch, weil Sie Holz, das Sie verbauen, ja später auch nochmal verheizen können. Sie können also da schon das mehrfach nutzen. Dann nehmen wir 20% aller Äcker. Reell hatten wir 2020 15% aller Äcker für Energiepflanzen. Also wir sind gar nicht so weit weg. Aber hier möchte ich doch nochmal ein Ausrufezeichen setzen. Vorsicht!
Wir haben in Deutschland ungefähr 11 Millionen Hektar, benötigen aber Lebensmittel von ungefähr 15 Millionen Hektar rechnerisch. Das heißt, wir sind Nettoimporteur von Nahrungsmitteln. Jede Fläche, die ich jetzt verwende für Energieproduktion, Energiepflanzen, wandert 1:1 ins Ausland ab als Nahrungsmittelproduktion. Also es ist eigentlich ein Nullsummenspiel, da müssen wir sehr aufpassen. Vor allem haben wir ja noch ein zweites Problem. Wir haben ja auch noch ein Artensterben, das sehr viel zu tun hat mit der sehr industriellen Landwirtschaft, wie wir sie betreiben. Und die Frage ist, ob wir das deutlich erhöhen wollen. Aber wir wollen ja ein Gefühl kriegen für die Größenordnungen. Organische Abfälle sind auch noch hilfreich. Ich beziehe zum Beispiel ich habe einen Gasanschluss und ich beziehe mein Gas. Ich wohne in einem alten Haus, da habe ich ein Gas und da beziehe ich mein Gas aus so einer Anlage, Biogasanlage, die nur organische Restabfälle verwendet. Das ist ein bisschen teurer als das normale Gas, aber es ist ein ganz, ganz interessanter Ansatz. Damit kann ich natürlich nicht ganz Deutschland versorgen, aber das Potenzial liegt noch ziemlich brach. Also wie viel Fläche würden wir jetzt für die Energieproduktion bereitstellen? Ordentlichen Brocken. Ne? Also das ist nicht wenig. Und wie viel Energie wird rauskommen mit dieser Fläche? Ja, also deutlich weniger als bei Sonne. Ne? Also wir sehen schon, die Biomasse ist einfach ineffizient und bereitet uns da Probleme. Sie hat aber einen großen Vorteil. Sonne kommt, habe ich nur Strom, wenn die Sonne scheint. Die Biomasse kann ich gerade dafür einsetzen, wenn die Sonne nicht scheint. Mit Biogas kann ich verstromen zum Beispiel. Das wird zwar im Augenblick überhaupt nicht so gemacht. Biostrom, also aus Biogas, der läuft rund um die Uhr gleichmäßig. Dabei wäre das wirklich prädestiniert dafür, diese Schwankungen auszugleichen. Und das ist eigentlich auch der zukünftige Einsatz von Biomasse. Gut, Windenergie ist das Nächste. Wie effizient ist Windkraft? Also wieder zum Vergleich mit Sonne. Wir können ja einen großen Windpark nehmen und nehmen einfach die Fläche von dem Windpark. Bei einem Windrad ist diese Betrachtung natürlich sehr schwierig, aber wenn Sie viele Windräder haben, die dürfen Sie nicht unendlich nah zusammenstellen, die müssen gewisse Abstände haben, 5-mal der Durchmesser mindestens, und dann können Sie eine Fläche ausrechnen und bei dieser Fläche kommen Sie auf also ein Onshore-Windpark auf Land, brauchen Sie ungefähr 16 Quadratmeter Windparkfläche, übrigens interessanterweise unabhängig mehr oder weniger unabhängig von der Größe der Windräder, weil sie kleine Windräder enger zusammenstellen können als große. Und Offshore ungefähr die Hälfte, 8 Quadratmeter Windparkfläche, um einen Fahrradfahrer zu ersetzen. Der Vorteil ist natürlich auch, wir können hier zwischendrin natürlich schon noch Landwirtschaft zum Beispiel betreiben, wogegen hier die Fläche ja mehr oder weniger versiegelt ist. Okay, wir haben im Augenblick in Deutschland 30.000 Windräder auf Land, aber kleiner, so bis zu 120 Metern, viele alte und kleinere noch. Was könnte man machen? Wieder rein und Bauchgefühl. Nehmen wir halt mal 40.000 Windräder, aber jetzt mit 160 Meter Durchmesser. Also richtig groß. Und da müssen wir mal aufpassen, die kann ich nicht im 1:1 ersetzen, weil die ja eben weit auseinander müssten dann. Also ganz so einfach wird es nicht, aber die Windparkfläche wäre jetzt ungefähr so groß. Offiziell sagen wir ja 2% von Deutschland. Das ist aber mehr, das sind eher 4% von Deutschland, was wir hier abschätzen. Aber gut, jetzt gehen wir nochmal auf Offshore, da haben wir ganz wenig bisher, nur 1500 Windräder. Aber sagen wir doch auch mal, wir erweitern das auf 20.000 Windräder und hätten einen Offshore-Park, der vielleicht so groß wäre ungefähr. Wie viel Energie kann ich damit produzieren? Und jetzt halten Sie sich fest, das ist viel, das ist eine riesen Menge. Unser doppelter Stromverbrauch im Augenblick könnten wir damit rechnerisch zumindest decken. Also Windkraft bringt uns hier ein großes Stück weiter. Aber wir haben ja noch ein paar Quellen, Wasserkraft und so weiter, Geothermie, gucken wir uns die mal an. Wasserkraft gleich mal. Also es gibt zwei Arten, es gibt im Grunde so Laufwasserkraftwerke an Flüssen. Ja, da fließt einfach das Wasser so eine kleine Staustufe runter. Da habe ich keine großen Seen dahinter, da wird nicht viel aufgestaut. Wogegen ich dann so Stauseen habe, das ist dieser Hoover Dam in den USA. Aber in den Alpen habe ich teilweise mit langen Rohren, geht es noch viel weiter runter. Da staue ich da hinten große Seen auf. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die ich habe. Und jetzt in Deutschland, das können Sie ganz gut abschätzen, das Potenzial. Sie nehmen die potenzielle Energie des gesamten Regens, die in Deutschland aufs Land fällt. Und dann können Sie die Obergrenze abschätzen. Und die ist in Deutschland leider bei einer Kilowattstunde pro Tag, pro Person. Ja, Wasserkraft. Im Augenblick sind wir bei 0,7, haben es fast ausgereizt. Wasserkraft wird uns hier also auf gar keinen Fall ein großes Stück weiterbringen, aber ist natürlich eine interessante Energiequelle auch, weil sie die Laufwasserkraftwerke auch rund um die Uhr laufen und es nicht so wetterabhängig ist.
Okay, das hat uns jetzt nicht wahnsinnig viel weitergebracht. Gibt ja noch was, Geothermie. Im Grunde gibt es zwei verschiedene Sachen. Also bei uns hier in Bayern gibt es viel tiefe Geothermie. Es wird tief runtergebohrt, über mehrere tausend Meter, und da kriege ich dann Wasser so ja, zwischen 80 und 150 Grad vielleicht, je nachdem. Und mit dem kann ich zumindest auch ein bisschen Strom produzieren, wenn es deutlich über 100 Grad hat, das Wasser. Ist aber häufig ja nicht so effizient. Ich produziere vor allem Wärme, und gerade München möchte ja viel von seinem Fernwärmenetz ersetzen durch solche tiefe Geothermie, was ich für sehr sinnvoll halte. Aber sie brauchen im Grunde für solche Anlagen, brauchen sie ein Fernwärmenetz. Sonst können sie mit der Wärme nicht so viel anfangen. Ja, und dann gibt es natürlich die oberflächennahe Geothermie, die wir auch in unseren Häusern haben. Das heißt, also immer eine Wärmepumpe, die braucht Strom und gibt mehr Wärme zurück, als sie in Form von Strom verbrauchen, so ein Faktor 3 bis 4 ungefähr. Und entweder entnehmen sie diese Energie, diese Wärme aus der Luft, betreiben mit Strom diese Wärmepumpe, oder sie können sie auch in niedrigen Tiefen aus dem Boden entnehmen, und damit können sie Häuser heizen. Ja, wie groß ist das Potenzial von beiden? Ungefähr gleich groß, wenn man es theoretisch ausrechnet. Jeweils 4 Kilowattstunden. Also da kommen nochmal ungefähr 8 Kilowattstunden pro Tag pro Person dazu. Übrigens, die Quadrate sind so klein, weil die jetzt an der Oberfläche also bei uns nicht viel Fläche wegnehmen. Ja, das ist natürlich das Schöne an diesen Quellen hier. Vor allem die Geothermie nimmt jetzt keine großen Flächen weg. Okay. Wir haben jetzt zumindest einmal unseren Endenergiebedarf, den haben wir jetzt schon mal gedeckt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber es gibt ja noch ein paar Quellen. Ich habe Sie mal von denen gehört. Das hier waren jetzt so die Hauptquellen, aber es gibt noch so andere. Wellenenergie zum Beispiel. Da sage ich gleich noch mal was dazu. Okay. Sie können die Energie von den Wellen da irgendwie abgreifen, und dann wird die Wellenhöhe kleiner, und das könnte den Strom umwandeln. Gezeiten. Es gibt ein Gezeitenkraftwerk zum Beispiel in Frankreich. Also wenn da die Flut kommt, haben Sie eine große Staumauer, dann lassen Sie das Wasser über so eine Turbine in so ein Becken reinfließen. Und wenn Sie Ebbe haben, lassen Sie das Wasser wieder über die Turbine rausfließen. Ja, es gibt nicht viele Standorte auf der Welt. Also in Frankreich ist eins, dieses Kraftwerk in La Rance produziert so viel wie das 50. eines Kohlekraftwerks. Ja, da sehen wir mal, was die Größenordnungen sind. Ich bräuchte allein schon 50 Anlagen, um ein einziges Kohlekraftwerk zu ersetzen. Es gibt noch in Korea gibt es noch eine Anlage, aber es gibt überhaupt nicht viele Positionen auf der Welt für sowas. Was gibt es noch? Osmose, da hat Norwegen mal dran geforscht. Wenn ich Süßwasser und Salzwasser mit so einer Membran in Verbindung bringe, dann haben Sie einen osmotischen Druck, und diesen Druckunterschied können Sie nutzen. Sie brauchen sehr, sehr sauberes Süßwasser. In Norwegen hat man gedacht, man könnte vielleicht einen Teil der Flüsse, wenn sie ins Meer fließen, durch so eine Anlage laufen lassen. Alle Forschung ist eingestellt oder mehr oder weniger eingestellt zu dem Thema, finanziell kaum zu machen. Das Potenzial weltweit also in Summe gesehen im Vergleich zu unserem Energieverbrauch ziemlich gering, und technisch schwierig. Also da wird auch nicht viel dabei rauskommen. Depressionskraftwerk ist was ganz Spezielles. Wenn Sie eine Wüste haben, die unter dem Meeresspiegel liegt, dann könnten Sie da Wasser runterfließen lassen über ein Wasserkraftwerk und lassen dann dieses Wasser hier verdunsten. Das wird zum Beispiel in Israel diskutiert, weil das Tote Meer ja sehr stark an Wasser verliert. Aber selbst da könnten Sie vielleicht irgendwie, ich habe die Zahl nicht ganz im Kopf, aber deutlich weniger als ein Kohlekraftwerk, das Sie da ersetzen könnten. Also wir sprechen selbst bei solchen Gegenden, wo es geht, von nicht Unmengen großen Energien. Was haben wir noch? Meeresströmung. Also wenn Sie den Golfstrom nehmen, könnten Sie auch sowas wie Windräder unter Wasser stellen. Das können Sie übrigens bei Gezeiten auch machen. Da strömt viel Wasser hin und her. Ja, wenn wir den Golfstrom anzapfen und der langsamer wird, haben wir ein Problem mit unserem Klima wahrscheinlich. Also sehr schwierig. Die Energiemenge ist in Summe natürlich groß, aber Sie bräuchten schon auch unglaublich viel Windräder, ähnlich wie halt auch Überwasser. Ja, das ist nicht mit drei Windrädern getan oder so, sondern Sie bräuchten auch viele tausend Windräder unter Wasser, um da auch eine gewisse Energiemenge zu produzieren. Also auch sehr schwierig. Vielleicht noch das letzte: Meereswärme. Wenn Sie unten haben, Sie kaltes Wasser. Wenn Sie oben warmes Wasser haben, über 20 Grad, dann können Sie so einen Kreislauf in Gang setzen, der aber sehr ineffizient ist bei dieser kleinen Temperatur, bei diesem kleinen Temperaturunterschied. Da hat man mal in Hawaii ein bisschen geforscht, ist sehr schwierig, weil das Meer ein sehr ungemütlicher Ort ist. Die müssen auch alle Stürme überstehen können und so weiter. Also auch alles wieder eingestellt.
Das heißt, die Antwort auf die Frage, ob wir noch weitere Quellen haben, die substanziell einen Beitrag leisten können, müssen wir leider sagen, nein. Es gibt keine weiteren Quellen, erneuerbaren Quellen, die einen merklichen Beitrag leisten können. Lokal, vielleicht kann die Wellenkraft in Irland oder in Frankreich einen Beitrag leisten, aber nicht weltweit. Das möchte ich Ihnen mal zeigen, weil die Wellen ist sicherlich von der Liste hier mit Abstand das Beste. Möchte ich Ihnen trotzdem mal zeigen, wenn wir das mal abschätzen. Also hier ist eine interessante Karte. Die Farben hier sagen uns quasi, wie hoch die Wellen sind. Also das ist richtig, richtig hohe Wellen. Haben Sie hier unten südlich von Australien. Aber das sind auch schon ordentliche Zahlen. Also im Nordatlantik haben Sie schon hohe Wellen. Das merken Sie auch, wenn Sie in Frankreich im Urlaub sind, an der Küste, dass da richtig Leistung ankommt. Aber das Interessante an dieser Karte ist eigentlich, gucken Sie sich mal alle Küsten dieser Welt an, die kein Potenzial haben. Da können Sie keine Wellenkraftwerke bauen oder nur mit weniger Trag. Also das ist schon wirklich das Interessanteste hier im Nordatlantik. Und jetzt machen wir doch mal eine Abschätzung. Nehmen wir mal diese 4500 Kilometer hier. Und stellen wir uns mal vor, wir könnten ein Viertel von dieser Strecke, ein ganzes Viertel, also über 1000 Kilometer mit Wellenkraftwerken belegen, die einen unglaublichen Wirkungsgrad von 50% hätten. Also 50% von der ankommenden Energie wird in Strom umgewandelt. Gibt es natürlich noch nicht, diese Anlagen. Was würde rauskommen, wenn ich diese Energie nehme und auf ganz Europa verteile? Das ist ja ein europäisches Projekt. Dann sind wir unter einer Kilowattstunde pro Tag pro Person. Also das ist das, was ich Ihnen da mitgeben möchte. Ja, es ist sicherlich interessant, an solchen Technologien zu forschen und die auch lokal einzusetzen. Also gerade hier vielleicht Irland, England, Schottland und so, da werden Sie schon auch einen gewissen Teil der Energie damit produzieren können. Aber weltweit gesehen wird es keine Rolle spielen. Ja, was heißt das jetzt für uns? Vor allem in Deutschland, gibt es nichts mehr. Im Grunde haben wir nur zwei. Wir haben nur zwei Quellen. Zwei ordentliche Quellen, nämlich Wind und Sonne, und die anderen flankieren das ein bisschen. Und wenn Ihnen jetzt jemand sagt, ja, nee, in Bayern wollen wir keine Windkraftwerke haben, die bauen wir dann lieber hier oben und so, muss man sagen, nein, wir brauchen Windkraftwerke hier oben und in Bayern. Es ist kein Entweder-Oder, sondern das Ganze funktioniert überhaupt nur dann, wenn wir alle Flächen nutzen, die wir haben. Wir kommen gar nicht drum rum. Und die anderen Sachen haben einfach ein limitiertes Potenzial. So, was lernen wir jetzt aus dieser ganzen Geschichte hier? Da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Was heißt denn das? Wie schaffen wir eine Energiewende unter diesen Voraussetzungen? Aber diese Zahlen sind sehr wichtig. Ich möchte Ihnen die nahe bringen, damit eben nicht jemand daherkommt und sagt, ja, das brauchen wir alles nicht, dann holen wir aus Chile vielleicht irgendwelche E-Fuels oder sowas, sage ich gleich auch nochmal was dazu. Nein, wir müssen also auf jeden Fall das hier machen. Aber eins ist klar, unser Energieverbrauch ist einfach viel zu hoch. Ist ja offensichtlich. Wir können den ja mit den großzügigen Annahmen, die wir gemacht haben, konnten wir den nicht decken. Wir müssen deutlich weniger Energie verbrauchen. Und die Studien, das haben wir mal die neueste Studie rausgesucht, die jetzt sich beschäftigt damit, wie können wir bis 2045 klimaneutral werden, unter anderem von Agora, von diesem Think Tank. Ja, wir müssen unsere Energie bis 2045 halbieren. Ja, drehen wir halt das Licht ab und zu mal aus oder machen wir mal ein bisschen weniger. Ja, das wird aber nicht so einfach. Ich glaube, dass das der größte Knackpunkt von der Geschichte ist. Ich zeige Ihnen mal, wie sich unser Endenergieverbrauch in den letzten 30 Jahren, das sind jetzt 24 Jahre, aber gucken Sie mal, wie sich der Endenergieverbrauch in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. So, er hat sich gar nicht verändert, null. Und natürlich haben wir sehr viel effizientere Technologie als noch 1990. Wir hatten viele Effizienzsteigerungen. Also offensichtlich ist es mit Effizienzsteigerungen alleine nicht getan, sondern die Suffizienz wird eine große Rolle spielen. Wir werden lernen müssen, mit weniger Energie auszukommen. Es gibt Prozesse, die natürlich deutlich effizienter sind, zum Beispiel die Mobilität zu elektrifizieren, ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Deswegen bestehen ja die Wissenschaftler immer so auf diesem Thema, auch wenn es dann von anderen Leuten zerredet wird, aber es ist ein ganz essentieller Punkt. Die Heizung muss auch elektrifiziert werden. Wir werden also in Zukunft mehr Energie in Form von Strom verbrauchen, aber insgesamt hoffentlich dann weniger. Also das ist die erste wichtige Aufgabe. Die zweite wichtige Aufgabe: ja, wir müssen die erneuerbaren Energien natürlich massiv ausbauen, wenn wir das erreichen wollen. Und die Hauptquellen sind nun mal Sonne und Wind. Ich hoffe, dass das klar geworden ist. Wir haben nicht viel andere Alternativen. Wir haben noch ein bisschen Geothermie und Biomasse.
Das müssen wir natürlich auch nutzen, das ist klar. Aber das sind die Hauptquellen hier. Und die Ausbauziele des EEG, wenn Sie sich die Zahlen mal angucken und mit der Studie vergleichen, die ich hier gerade rausgesucht habe, dann müssen wir die Zahlen ungefähr verdreifachen. Wir müssen also dreimal so schnell ausbauen, wie das EEG das vorsieht. Aber es heißt, wir sind ja schon irgendwo in dieser Größenordnung drinnen. Also wir sind, das ist jetzt nicht irgendwie, dass das 100-mal so viel wäre. Und wir haben im Mitte des letzten Jahrhunderts waren ja die Ausbauzahlen schon deutlich größer. Da waren wir häufig schon mal nah dran an diesen Zahlen, die wir eigentlich bräuchten. Bei Sonne und bei Wind waren wir oft schon nah dran, in einzelnen Jahren zumindest. Also das ist technisch machbar. Das ist das, was ich Ihnen noch mitgeben möchte hier. Und deswegen glaube ich, dass das größere Problem sein wird als das andere. Aber wir müssen an beides denken. Und vielleicht einfach nur mal eine kleine Anmerkung. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Wir werden damit leben müssen. Wir werden mit Infrastruktur leben müssen, mit Wind und Sonne, auch in unserer Umgebung, wenn wir es ernst nehmen mit der Klimawende. Wenn wir sagen, nee, wir verfeuern weiter fossile Brennstoffe und uns ist das egal, dann müssen wir uns auch nicht damit auseinandersetzen. Aber wenn uns das ernst ist mit der Energiewende, dann werden wir damit leben müssen. Und vielleicht noch ein Punkt für Bayern. Wir haben in Bayern diese 10H-Regel. Also die Windräder müssen mindestens 10-mal die Höhe Abstand von Wohnungen, von Häusern haben. Da sehen Sie mal, wie unglaublich klein das Potenzial in Bayern geworden ist. Hier können Sie noch ein paar Windräder bauen. Das ist die windärmste Gegend von Bayern hier. Hier oben vielleicht so ein bisschen. Ja, also wenn Sie eine 4H-Regel haben, können Sie überall Windräder bauen. Da haben Sie natürlich ein Riesenpotenzial. Theoretisch geht da gar nicht ganz darum, das auszuschöpfen natürlich, aber wir werden auch in Bayern natürlich mit Windrädern arbeiten müssen. Die offiziellen Zahlen, auch nach dieser Studie, wir müssen ungefähr 2% der Landesfläche mit Windrädern belegen. Und wenn Bayern sagt, nee, machen wir nicht, dann müsste Nordrhein-Westfalen 4% damit belegen. Und fragen Sie doch mal die Leute da oben, ob die das wollen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Einfach nur mal auch nochmal ein Gefühl für die Größenordnungen, weil es kommt natürlich die Frage, ja, wieso machen wir nicht Kernkraft? Das ist doch auch CO2-neutral. Also nehmen wir mal an, wir haben es geschafft, 2045 unseren Energieverbrauch zu halbieren. Jetzt möchte ich Ihnen einfach mal ein Gefühl dafür geben. Wenn wir die gesamte Energie, das würde man natürlich nicht machen, vielleicht die Hälfte, aber nehmen wir mal die gesamte, würde ich über Kernkraftwerke abdecken wollen. Wie viele Kernkraftwerke glauben Sie, dass wir brauchen? 5 oder 10 oder 175, ne? 175 Atomkraftwerke bräuchten wir, um das Ganze. Liebe Besucher des Verkehrszentrums, oh Gott, Pause. Wir laden Sie herzlich ein zu unserem nächsten Vortrag. Wir sind in der Stadt in der Halle 1 im Seminarraum. Ich bin gleich fertig auch. Covid-19 als Innovationstreiber. Viel Spaß. Selbst wenn wir die Hälfte über Atomkraftwerke decken wollten, bräuchten wir in 25 Jahren irgendwie 80, 90 Atomkraftwerke, die wir bauen müssten. Das ist einfach jenseits von jeder realistischen Annahme. Vielleicht könnte man, wenn man sich anstrengt, 5 oder 10 bauen oder die verbliebenen weiter betreiben. Aber da sind wir einfach weit weg von dem Machbaren hier. Wogegen ich ja eben schon gesagt habe, wir sind ja hier schon in einer ähnlichen Größenordnung. Wir sind zwar noch nicht da, wo wir hinwollen, aber wir sind in einer Größenordnung, die möglich ist. Das nur mal so als Hinweis. Also ich komme aus einer recht konservativen Ecke. Ich war früher ein großer Befürworter von Atomkraft. Nachdem ich mich sehr stark eingelesen habe, habe ich meine Meinung komplett geändert. Ich glaube einfach nicht, dass das auch nur annähernd die Lösung sein kann für unsere Probleme. Plus aller Probleme, die man sich damit natürlich ins Haus holt. Das muss man auch nochmal erwähnen. Drittens, das Thema können wir nicht alleine anpacken. Wir müssen international zusammenarbeiten, aber nicht in dem Sinne, wie es von der Politik oft heißt, ja, wir importieren heute den meisten Teil unserer Energie, machen wir das doch in Zukunft auch. Nein, das wird nicht mehr funktionieren, weil im Augenblick gibt es ein paar Länder in der Welt, die holen aus dem Boden so unglaublich viel Energie raus, dass sie das verteilen können, ganz einfach. Das wird es aber in Zukunft nicht mehr geben. Die Länder müssen ja selbst mit diesen geringen Energiedichten auskommen. Die müssen erstmal selbst klimaneutral werden, bevor sie die Energie dann auch verteilen können an andere. Und die Vorstellung, dass jetzt aus Chile E-Fuels, die sowieso unglaublich ineffizient sind, in die ganze Welt verteilt werden können und in Chile mit Sonnenenergie produziert werden können, ist irrwitzig.
Einen kleinen Teil werden wir auch in Zukunft importieren müssen. Aber 80% der Energie müssen wir in Deutschland produzieren. Und mit internationalen Zusammenarbeiten meine ich eigentlich noch was anderes. Wir müssen Schwankungen über große Regionen ausgleichen können. Wir brauchen also Stromnetze quer über Europa, um auch diese Schwankungen ausgleichen zu können. Ja, wir brauchen natürlich, um diesen ersten Teil hier anzusprechen, brauchen wir natürlich internationale Übereinkünfte, zum Beispiel über einen CO2-Preis. Mir ist klar, dass jetzt die Energiepreise unglaublich nach oben geschnellt sind. Das hat aber nichts mit den Erneuerbaren zu tun, sondern das ist eine Frage von Angebot und Nachfrage jetzt nach Corona. Die Wirtschaft hat unglaublich schnell zugelegt und die Energieproduktion dauert länger, bis die wieder hochgefahren wird, die Erdölproduktion und so weiter. Deswegen gehen da die Preise so nach oben. Aber wir brauchen letztendlich ja einen Preis für das CO2. Wenn jetzt jemand sagt, ja super, ich möchte klimaneutral werden, aber ich will auf keinen Fall, dass das Benzin mehr als 1,50 Euro kostet, weil ich immer noch rumfahren möchte in 20 Jahren, dann passt es einfach nicht zusammen. Und das ist vielleicht auch das, was ich Ihnen so mitgeben möchte. Also wir müssen uns klar werden, womit wir es hier zu tun haben und dann sagen, wir wollen es oder wir wollen es nicht. In der Demokratie habe ich natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, dann lassen wir die Energiewende halt sein. Aber wollen wir das wirklich? Wollen wir das unserer zukünftigen Generation wirklich antun? Wenn wir sagen ja, dann werden wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen müssen und besser schneller als später. Also, fossile Energien müssen teurer werden. Dafür müssen natürlich Energien aus Erneuerbaren günstiger werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Werden sie ja auch schon. PV ist mittlerweile in großen Teilen der Welt günstiger als Kohlestrom. Und natürlich auch technischer Austausch. Also es ist schon auch unsere Aufgabe, Technik zu entwickeln. Für den globalen Süden auch. Die letztendlich auch womöglich das fossile Zeitalter vielleicht auch direkt überspringen können. Die können vielleicht direkt auf die Erneuerbaren einsteigen. Aber dazu muss die Technik vorhanden sein. Das ist auch unsere Aufgabe. Und als letztes nochmal dieser Punkt. Kein Land kann den Energiebedarf von anderen in größerem Umfang mitdecken. Also es gibt natürlich Länder mit viel geringeren Einwohnerzahlen pro Fläche. Da kann ich natürlich schon auch mehr Energie produzieren. Auch sonnenreiche Gegenden, da gibt es in gewissen Grad natürlich schon. Aber wenn jedes Land 20% importieren möchte, so wie wir, dann ist das in Summe schon wahnsinnig viel. Dann ist die Frage, wo das herkommen soll. Also, meine Damen und Herren, mit diesem Bild möchte ich Sie entlassen und auch nochmal motivieren. Ich weiß, dass das auch manchmal deprimierend ist, aber manchmal muss man vielleicht auch mit der Realität konfrontiert werden, um dann auch sagen zu können, okay, gut, jetzt weiß ich, worauf ich mich einlassen muss und jetzt machen wir das. Und ich glaube auch, dass es möglich ist. Also diese beiden Punkte hier sind enorm wichtig, oder alle drei natürlich, wobei ich von meinem Bauchgefühl her das als fast das schwierigere Problem ansehe als das hier. Hier wird ja schon, aber über dieses Thema sprechen wir weniger. Das geht meiner Meinung nach zum Beispiel mit einem CO2-Preis. Gut, vielen Dank. Zeit für eine Frage vielleicht, oder wenn jemand eine Frage hat, bitte, ja. Wie ist das Ganze mit der Energiespeicherung? Weil gerade bei den Erneuerbaren haben wir die Erzeugung nicht immer dann, wenn ich auch den Verbrauch habe. Ja, genau, die Energiespeicherung ist ein riesen Thema, keine Frage. Deswegen auch diese internationale Zusammenarbeit. Also wenn Sie das über große Strecken ausgleichen können, haben Sie schon deutlich weniger Probleme. Dann wissen natürlich, in dem Fall wird Wasserstoff eine große Rolle spielen. Bei der Mobilität mit PKWs halte ich das für einen Quatsch, weil wir dreimal so viel Strom brauchen für den Kilometer, den Sie fahren, als mit einem E-Auto. Aber für solche Anwendungen werden wir Wasserstoff unbedingt benötigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und an Speichern wird natürlich auch sehr stark gearbeitet. Also das ist eine technische Entwicklung, auf die wir natürlich noch setzen müssen und wo wir viel Forschung brauchen. Bis dahin gehen gewisse Studien davon aus, dass man das vor allem über Gaskraftwerke regelt, die halt dann zum Einsatz kommen, wenn ich so eine Dunkelflaute habe. Das ist von der Finanzierung her, so wie das Studien berechnen, kein großes Problem. Gaskraftwerke sind relativ günstig, aber ich verfeuere halt immer noch fossiles Gas in dem Zeitraum. Ja, also um ganz klimaneutral zu werden, müssen Sie das dann in Wasserstoff irgendwann einmal umsetzen. Aber für die Zwischenzeit ist das sicherlich eine gewisse Lösung, die Sie da haben, damit Sie nicht ins Stocken geraten bei dem Ausbau von den Erneuerbaren.
Okay, gut. Ich glaube, jetzt ist gleich der nächste Vortrag, damit nochmal ein paar Minuten Pause sind. Herzlichen Dank.